Der Sweetchecker. Hallo, hier ist der Sweetchecker und ich würde euch heute eine Süßigkeit vorstellen, die ich vorher noch nie gegessen habe. Mr. Philbert's. Mr. Philbert's Really Interesting Snacks. Mexican Swirly Chili Mixed Nuts. Übersetzt. Mr. Philbert's wirklich interessante Snacks. Gibt es für Snacks ein deutsches Wort? Keine Ahnung. Mexikanische süße Chili-Mischnüsse. Jetzt habe ich's. So, da drinnen sind Erdnüsse, Mandel und Cashewkerne und mexikanisches Sweet Chili. Ich bin mal sehr gespannt. Das ist ein Präsent übrigens von Martina, denn vielen Dank dafür. Und hergestellt worden ist erst in der UK. Zerreißen wir es. Richtig wie Chili riecht das jetzt nicht. So, das sind jetzt verschiedene Nüsse. Ich nehme mal so eine Handvoll. Nicht umfallen, bitte. Handvoll. Es riecht... Ne, eine gewisse Schärfe hat es schon. So, eine Mandel. Hui. Also, ein üblicher Mandel-Nuss-Snack. Knackig, nussig halt. Natti. Es ist tatsächlich nicht so schlierartig, wie ich dachte. Es hat eine sehr geile Grundschärfe, die so wirklich überall im Mund so, hallo, hier bin ich. Süß dazu, so honigartig. Aber es ist nicht so scharf. Also es ist wirklich, selbst für unseren Geschmack, für unseren Deutschen, wir mögen gar nicht scharf Geschmack, ist es erträglich, jawohl. Und hier unten vielleicht ein bisschen mehr. Mr. Philbert's Really Interesting Snacks Mexican Sweet Chili Mixed Nuts. Also, alles natürlich Ingredienzien, also das ist so ein Full Öko und so, ne? Tut man was in die Umwelt. Lecker. Also, nicht so plump, einfach so scharf gemacht. Es gibt ja auch so Nüsse und solche Geschichten, die dann total scharf sind und einfach nur so, pff, mit der Süße dabei. Eine schöne Kombo. Also, kann man immer wieder kaufen. Also, finde ich klasse. Mr. Philbert's. Ja, wenn ihr auch so Nussideen habt wie ich, schreibt mir einfach in den Kommentaren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.